Die Frage ist immer, Sie beschäftigen sich so intensiv hier auf dieser Messe mit diesen IT-Fragen. Warum machen Sie das überhaupt noch selbst? Möchte ich mal so ketzerisch die Frage in den Raum stellen. Warum geben Sie das nicht gleich weg? Die gesamte Digitalisierung haben Sie eigentlich am wenigsten zu tun. Häufig ist natürlich da die Argumentation, ja, kann man denn dazu zu diesen Lösungen Vertrauen haben? Funktioniert das? Da gibt es dann halt immer mal die eine oder andere Bauchschmerzen. Das möchten wir Ihnen gerne nehmen durch unsere Kooperation, die wir hier haben zwischen KPMG und Arvato. Ich denke, zwei Brands, die doch für Vertrauen und für Know-how auf jeden Fall in diesem Bereich auch stehen. Für alle diejenigen, die da noch weiter Interesse haben, es gibt einen Prospekt, der liegt auf den Tischen aus. Können Sie sich gerne natürlich mitnehmen. Und sich noch mal im Detail weiter anschauen. Okay, also. Gut. EVA 2.0 haben wir das gesamte Thema mal genannt. Dieses Produkt, was wir dort auf den Markt gegeben haben. Wir wollen eine Kurzvorstellung zu KPMG und zu Arvato machen und diese Projektansätze, das ist ein neues Vorgehen, was wir hier gemeinsam entwickelt haben, dann noch mal vertiefen. Die neue Welt des Arbeitens, neu hier ein bisschen durchgestrichen, hochautomatisierte Industrieproduktion und versus, was man immer wieder feststellt, ist doch teilweise ein steinzeitliches Aktenmanagement, nicht nur Aktenmanagement, sondern in den Verwaltungen, wenn man da mal da reinschaut, gerade wenn man auch mal bei den Automobilherstellern schaut, erkennt man doch häufig, die Produktion ist wirklich sowas von ausgereizt bis ins letzte Detail, Just-in-Time-Philosophie, alles perfekt organisiert. Ich möchte hier keine Namen nennen von irgendwelchen Automobilherstellern, aber da geht man da mal in die Verwaltung, denkt man, so ganz durchgegriffen ist das Thema nicht. Und hier sehen wir halt immer noch Aktenberge beziehungsweise viel zu viele Kanäle von Informationen, die wieder nicht vernetzt sind, das Thema halt auch dieser Messe. Wie kann man der Sache Herr werden? Die Lösung für uns ist die EVA 2.0. Das heißt, wir möchten gerne erfassen, verwalten und archivieren. Das ist hier dementsprechend unser Thema. Wir befassen uns hierbei mit Vertragsakten, Kundenakten, Kreditakten, Rechnungsverarbeitung, also im Prinzip alles, was es an Akten gibt, was Sie dort haben, das können wir hier verarbeiten mit unserer Lösung, die auf SharePoint basiert, auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Es ist ein flexibel einzusetzendes Aktenmanagement, was wir hier machen wollen. Und das, was natürlich hier drin steht, ist, Sie als Unternehmen möchten einen Ansprechpartner haben bei uns, der dann natürlich dieses gesamte Thema begleitet und dann natürlich zum Erfolg führt. Bei der Einführung, beim Betrieb und natürlich während des laufenden Betriebs dann auch weiter. Die Kompetenz eben von KPMG und Arvato steht dafür. Mit einer Software, die wir hier im Einsatz haben, eben diese SharePoint-Software, die Prozesse integriert. Das ist uns ganz wichtig. Das heißt, wir müssen sehr viel über Prozesse hierbei sprechen, versuchen, die Prozesse zu optimieren, hineinzubringen. Und da ist KPMG genau der richtige Partner dafür, Prozessoptimierung hier zu begleiten und zum Erfolg zu führen. Mit einer Software, wie gesagt, die auch einfach zu bedienen ist, die man hat. Gerade das Lizenzmodell, was sehr attraktiv ist, man hat es eben dabei, wir brauchen keine weiteren Lizenzen dafür. Integrativer Bestandteil ist natürlich dabei in viele, viele Bereiche. Das macht das eben dementsprechend sehr attraktiv. Was wir ebenfalls in unserem Projekt weiter betrieben haben, ist natürlich dann auch nochmal die Kostenstruktur. Da werden wir auch nochmal drüber reden, was kostet das Ganze, beziehungsweise wie kann man diese Kosten so sinnvoll verteilen, dass das ganze Thema sich auf jeden Fall für Sie rechnet. Wie gesagt, das EVA 2.0-Produkt deckt den gesamten Lebenszyklus von Akten ab. Wir haben auf der einen Seite das Erfassen, die Verarbeitung dementsprechend und natürlich das Archivieren. Wir stellen jetzt einen kleinen Fokus mehr in diese Verarbeitung. Wir versuchen gemeinsam hier effiziente und transparente Unternehmensprozesse zu gestalten mit Ihnen als Unternehmen zusammen.
Wir versuchen ebenfalls, und das ist sehr, sehr wichtig, die Unternehmensabteilungen noch besser zu vernetzen, zu verarbeiten, dass gemeinsam hier gearbeitet werden kann, Kollaboration und diese genannten Themen als Stichwort, wie Sie sicherlich auch auf dieser Messe schon heute mehrfach gehört haben. Sie haben einen Dokumentenbestand, der konsistent und zentral ist, nicht irgendwo irgendwelche Nebenlösungen haben. Und das eben, wie gesagt, über eine Software, die Sie wahrscheinlich schon selbst im Hause haben. Ein durchgehender Informationsfluss durch auch verschiedene Systeme, externe Systeme, CRM-Systeme, ERP-Systeme, all diese ganzen Systeme, die Sie haben, die können Sie mit einbinden. Das lässt sich ebenfalls schnell und leicht integrieren. Hier haben wir mal so einen kleinen Ausblick, wie so eine E-Mail aussehen kann. In der linken Seite haben wir diese E-Mail, in der rechten Seite haben wir einmal das Ablagesystem von einem Fremdsystem. Hier über die Office Bridge, auch zu Fremdsystemen, wie gesagt ERP, auch zu CRM-Systemen, können Sie das hier machen. Das ist die Integration, von der wir hier sprechen, nicht nur in der Microsoft-Welt, sondern darüber hinaus ebenfalls. Sie haben eben dadurch einen kontextsensitiven Zugriff. Das heißt, die relevanten Informationen stehen rechts. Sei es manuell, per Verschlagwortung können Sie hier die Ablagestruktur wählen. Und auch da, wie gesagt, begleiten wir Sie. Was macht Sinn? Wie kann man das am besten gestalten? Und Sie haben alles in einer Office-Bedienoberfläche. Das ist eben auch das Schöne. Sie kennen diese Oberfläche, Sie können damit arbeiten. Es ist dadurch eine sehr, sehr einfache Bearbeitung dann möglich und selbsterklärend. Kommen wir jetzt noch bisschen weiter dazu, was uns dafür auszeichnet, dass wir so etwas überhaupt machen können. Und da fange ich natürlich erst einmal mit meiner Person an, mit Avato. Avato ist, vielleicht hat der eine oder andere da schon mehr von gehört, im Customer Care Bereich sehr, sehr groß, über Service Center, über Kundenbindungsprogramme und Ähnliches. Auch im Finance Bereich machen wir eine ganze Menge. Aber auch im ECM Bereich sind wir sehr aktiv. Wir machen Posteingangsbearbeitung, wir machen Scan-Möglichkeiten oder Scanning machen wir bis zum Workflow. Wir bearbeiten das mit unseren anderen Einheiten bei Rechnungseingangsverarbeitung als Beispiel, bis hin sogar zu der Durchführung der Freigaben für Rechnungen und Ähnlichem, auch das Bezahlen und Ähnliches können wir in einer Hand bieten, aber auch genauso gut auch in Bausteinen das alles anbieten. Die Digitalisierung machen wir an verschiedenen Standorten in Deutschland. Und da haben wir natürlich dementsprechend auch eine Scannerlandschaft die wirklich jedem gerecht wird, von wirklich kleineren Volumina bis sehr großen Volumina. Archivierung, Vernichtung, all diese ganzen Dinge gehören ebenfalls dazu. Also komplettes BPO-Prozedere, das können wir dementsprechend hier auch abbilden. Und das ist das, was wir hier auch einbinden. Zusätzlich, was hier auch noch draufsteht, das IT-System. Wir haben Avato Systems als eine GmbH bei uns, die dementsprechend Schnittstellenbeschreibungen ständig durchführt, Anbindungen an die einzelnen Systeme schafft, weil wir einfach eine so heterogene Kundenstruktur haben, ist das unser tägliches Brot, dort auch revisionssicher das alles auch leisten zu können. Ja, dann übergebe ich an meinen Kollegen von der KPMG, Herrn Schneider, der ein bisschen noch zu dem Thema KPMG erzählen wird und natürlich dann noch über das Modell selbst. Ja, danke. Ja, die KPMG hat seit fast 20 Jahren, beschäftigen uns mit dem Thema und haben für diesen Bereich eine eigene Competence Group, eine ECM Competence Group eingerichtet, die primär an den Standorten in Berlin und in München ist, aber durch die Struktur, die KPMG als solches hat, eben quasi weltweit vertreten ist. Das heißt für uns, dass wir in den verschiedenen Bereichen, die KPMG selber hat, das heißt das Thema Advisory, das ist eigentlich der Kernberatungsbereich, den wir haben, dann die Themen Tax, Audit und eben Rechtsberatung, Law, wie es jetzt dasteht, aber diese drei Kernthemen, die wir in das Thema, also in das ECM-Thema mit einbringen können, die bedeuten für uns, dass wir recht interdisziplinär ein solches Content-Management-Projekt angehen können. Das heißt, innerhalb der ECM Competence Group machen wir typischerweise klassische Strategieberatung, die Prozessdefinitionen. Wir machen darauf aufbauend dann Infrastrukturoptimierung, alles, was wir so in einem klassischen ECM-Projekt haben. Das von unserer Seite, jetzt in dem Sinne dann vereint mit den Kollegen von Avato, macht den Charme dieses EFA 2.0 oder eigentlich schon sind wir in 3.0-Themas aus,
Das heißt, wir können die Kollegen von Avato für IT-Dienstleistungen, für die eigentliche klassische Integration des Projektes, die lassen wir bei Avato und von unserer Seite aus bringen wir halt die Kompetenzen ein, die wir in dem Prozessthema haben, die wir von der Governance-Compliance-Seite haben. Und so können wir eigentlich ein Projekt mehr oder weniger end-to-end, so wie man es typischerweise kennt, wirklich von der sehr, sehr frühen Analyse der ECM-Strategie bis ganz hinten für die Zertifizierung für Compliance komplett durchgängig beraten. Das ist insofern interessant, weil wir hatten jetzt eben in den vorherigen Vorträgen einige Dinge über revisionssichere Archivierung, Integration, Betrieb gehört. In einem solchen Projekt sind gerade die interdisziplinäre oder der interdisziplinäre Ansatz ist eigentlich das, was wir hier jetzt in diesem Falle hier vertreten können. Und da ist am Beispiel der revisionssicheren Archivierung, sind wir von der KPMG-Seite relativ spät dann in dem Projekt, was das Thema Zertifizierung angeht, prädestiniert, dass wir diese Dinge eben übernehmen können. So, bisher war das eigentlich ein recht klassischer Projektansatz, beziehungsweise ein relativ klassisches ECM-DMS-Thema, so wie es seit 20 Jahren hier auf der DMS oder auch auf der CeBIT gehört haben. Das, was wir jetzt neu hier hereinbringen möchten, ist der Projektansatz, dass wir eben nicht klassisch vorgehen, so wie Sie als, wenn Sie hier als Kunde sind, nicht als Hersteller, wie Sie ihn typischerweise kennen, dass wir relativ lange Vorplanungsphasen haben, Sie auf Ihrer Seite relativ viel Investitionen in das Projekt hineinbringen müssen, sondern was wir Ihnen hier vorstellen möchten, ist den Ansatz, dass wir diese Projekte gemeinsam, Avato und KPMG, als Full Service übernehmen. Sprich, dass wir eine Art internes oder externes Outsourcing machen können, wo wir von vornherein diese Dinge komplett für Sie umsetzen, Sie aber eben nicht investieren müssen. Was heißt das konkret? Wir übernehmen in einem solchen integrierten Projekt wirklich die Implementation von ganz vorne, von der Planung bis hinten raus zu dieser Zertifizierung. Und zwar in diesem Outsourcing-Modell, wobei Outsourcing für uns nicht ein klassischer Outsourcing-Ansatz ist, wo Sie alles rausgeben müssen, wo wir dann die ganzen Themen haben mit Daten, Datenspeicherung, Vertraulichkeit, Verschlüsselung, ähnliche Dinge, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, dass wir dass wir ein solches Projekt bei Ihnen intern outsourcen. Sprich, das Ganze kann bei Ihnen in Ihrer Systemumgebung betrieben werden und wir stellen unsere Mitarbeiter, und zwar wiederum vorne von der eigentlichen Projektarbeit, was wir als KPMG typischerweise machen, bis eben durchgängig Administration einer Lösung oder dieser Lösung, unserer EFA-Lösung, Support, Maintenance, Digitalisierung, sämtliche Komponenten, die man in einem typischen DMS-Aktenthema hat, übernehmen wir in einer Full-Service-Outsourcing-Lösung. Das heißt, die Kollegen, die von unserer Seite aus dabei sind, stehen quasi per sofort zur Verfügung. Man muss eben nicht über die verschiedenen Phasen sich wieder neue Player suchen, sondern das ganze Thema gibt es alles aus einer oder in unserem Falle jetzt aus zwei Händen. Was bedeutet das nun ganz konkret? Zum einen, ich habe es eben schon gesagt, die Daten, die typischerweise in einem outgesourcten Modell irgendwo anders liegen, in der Cloud liegen, die können in diesem Falle bei Ihnen liegen bleiben. Sie sind sicher, Sie sind komplett in Ihrem Zugriff. Wir haben durch die Möglichkeit, dass das Thema bei Ihnen intern betrieben werden kann, haben wir die Möglichkeit, sämtliche Systeme, die bei Ihnen sind, ein SAP-System, Speichersysteme, was auch immer da ist, können wir so komplett flexibel integrieren. Das heißt, Sie haben wie in einem typischen Projekt komplette Flexibilität, wie das ECM, wie das DMS betrieben werden soll. Das ermöglicht zum einen, Stichwort Time to Market, wir sind quasi sofort fertig. Wir haben also die Möglichkeit, übermorgen anzufangen und Ende des Monats ein komplett aufgesetztes System bis hin zum Betrieb zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich der wesentlichste Impact dieses ganzen Themas, dass wir sofort ready sind. Wenn man sich das von der finanziellen Seite anguckt, klassischer Ansatz, OPEX versus CAPEX. Das heißt, hier ist tatsächlich die Möglichkeit, dass keine hohen Projektinvestitionen in ein solches DMS-ECM-Projekt gesteckt werden müssen, sondern man quasi über eine dauerhafte, flexible Verrechnung als Service-Fee, als klassische Finanzierungsart oder eben stückkostenbasiert, dass man da einen Verrechnungsfaktor findet, der eben nicht durch große Budgetverhandlungen gehen muss oder der nicht über lange Projektvorplanungsphasen verfügt,
sondern der quasi sofort da ist und einfach zu verargumentieren und eben einfach zu beginnen ist. Und das ist eigentlich dieser sehr andere Ansatz, so wie wir ihn auch typischerweise als KPMG, wir sind klassische Unternehmensberater und verdienen eigentlich seit Jahren, seit Jahrzehnten unser Geld mit diesem sehr, sehr klassischen Ansatz. Und diese Kombination, die wir jetzt zurzeit gewählt haben mit Avato, ist für uns Neuland, ist aber ein sehr interessantes Neuland und verspricht halt für uns eine ganze Reihe an Vorteilen, aber eben vor allen Dingen für Sie bzw. für Ihre Kunden unter Umständen. Das heißt, wir wollten heute den Vortrag nicht ganz so lange machen. Ich glaube, wir sind ziemlich gut in der Zeit, 20 Minuten. Ich habe nur noch diese letzte Folie, dann sind wir auch schon durch. Was heißt das konkret? Thema Beratung, Software, Outsourcing und eben Finanzierung, alles aus einer Hand, aus unseren beiden Händen. Mit dem eben vorgestellten Projektansatz des Outsourcings ist es für Sie ein solches Projekt komplett kalkulierbar. Das heißt, es ist volle Transparenz und wir wissen vorher, was es hinterher kostet. Es gibt wenig Fallen in dem ganzen Thema und je standardisierter, je einfacher das Ganze wird, desto besser in dem Sinne für Sie. Wir haben es vorher so mehr oder weniger erwähnt. Die Lösung, die wir mit EVA 2.0 haben, basiert in dem Falle auf SharePoint 2013. Das heißt, man hat hier eine technologische Basis, die einmal den gesamten Stack des Dokumentenmanagements abdeckt. Das heißt, wir haben alle Dinge bis hin zu, also Dokumentenmanagement-Themen über Workflow, über Archivierung, komplett innerhalb der Lösung abgebildet. Sie brauchen in unserem Projektansatz mit dem Thema EVA keine zusätzlichen Module, keine zusätzliche Spezialsoftware, die noch mit reingeplant, mit integriert, mit betrieben und dann wird eben auch in Ihren Budgetverhandlungen oder in Ihren Budgetplanungen enthalten sein müsste. Das fällt in einem solchen Szenario weg. Das heißt, die Lösung, die wir gemeinsam einführen können, ist auf Ihrer Seite zwar ein relativ langweiliger Titel, hat aber am Ende des Tages, es ist eigentlich die Lösung, die Sie relativ standardisiert für alle Kundenakte, für Vertragsakten, für HR-Akten, alle typischen DMS- und ECM-Themen sehr, sehr standardisiert einsetzen können. Und damit eben auch nahtlos integrieren können in Ihre klassische Microsoft Office-Welt. Das sind die Vorteile, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen heben möchten. Vielen Dank soweit. Gut. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz auch noch mal eben anfügen, was sehr, sehr wichtig ist, was wir an Erfahrung gesammelt haben, ist eben auch ganz besonders das Thema Projektmanagement, weil gerade solchen sehr aufwendigen Themen, die sehr komplex sind, Sie haben wirklich hier nur einen Ansprechpartner. Auf Seiten von Avato oder KPMG wird es einen Projektleiter geben, der Ihr Ansprechpartner ist, kein anderer. Alles andere wird im Hintergrund geregelt. Sie brauchen sich nicht damit auseinandersetzen, wieso funktioniert dieses nicht, da muss ich mich an den wenden oder sonst irgendwas. Das ist unsere Philosophie, das ist auch das, was wir von diesem Geschäftsmodell mit einbringen. Von unserer Seite, es gibt immer einen Projektverantwortlichen, der das kanalisiert, der das dann dementsprechend auch weiter organisiert, sodass Sie dann nicht irgendwo nicht wissen, an wen Sie sich wenden müssen oder was auch immer dort passiert. Immer ein Ansprechpartner, der das organisiert. Wir sind auch sehr flexibel, was ja gerade das Finanzierungsmodell angeht. Sie binden sich für eine Vertragslaufzeit auf Stückkosten, was Sie dort auch wählen. Da sind wir ja auch sehr offen. Und nach dieser Vertragslaufzeit sollte es eben wieder erwarten, wovon wir nicht ausgehen, dazu kommen, dass Sie sagen, nein, wir sind unzufrieden mit so einem Thema. Dann läuft dieser Vertrag aus. Sie haben keine Investitionen, die Sie irgendwo wieder reinfahren müssen oder Ähnliches, sondern der Vertrag kann auslaufen. Die Daten werden migriert. Es sind Ihre Daten. Auch da haben Sie Sicherheit, das auszutesten, zu sehen, wie funktioniert es. Und die meisten Kunden bei uns im Hause, und dafür spreche ich bestimmt auch für die KPMG, sind langjährige Kunden, die mindestens 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre oder länger bei uns im Hause die Dienstleistungen einkaufen. Von daher auch ein ganz wichtiger Punkt für das Vertrauen. Wir sind keine kleine Bude, die mal eben schnell irgendetwas strickt und sagt, das ist jetzt das Gelbe vom Ei, sondern wir sind an langfristigen Beziehungen interessiert und deswegen auch diese einfache Abrechnungsmodalitäten, die wir hier auch machen, die einfache Vertragsgestaltung, weil wir einfach Vertrauen haben in dieses Produkt.